Das erste Smartphone von Samsung aus Metall wurde kurz vor der IFA vorgestellt, das Samsung Galaxy S5 Alpha oder auch nur Alpha genannt, denn es ist das erste Gerät wirklich von Samsung, das wirklich, wirklich lieben können, denn es ist wunderschön designt und schaut einfach nicht so aus, als ob das wirklich die Koreaner gebaut hätten, denn wir sind es nicht gewohnt von Samsung wirklich ein so schönes Metallgerät zu bauen. Wir werden es gleich mit dem normalen S5 vergleichen, wie ihr sehen könnt, die Rückseite ähnelt jetzt schon, wir haben hier das reguläre S5 auch übrigens da, wir werden es gleich ein bisschen vergleichen, aber wir sehen könnt, ein wunderschönes Gerät, das durchaus mit dem iPhone konkurrieren kann. Wir haben hier weiterhin die Sensoren, die wir auch schon vorher kannten, wie ihr sehen könnt, einfach andersrum angebracht. Und zwar den Blitz und natürlich auch den Pulsmesser. Darf ja nicht fehlen, wenn schon ein S5 ist. Dann ein An- und Ausschalter und hier immer kleine Auswölbungen eigentlich. Beziehungsweise hier einfach das Ganze dünner an den beiden Seiten. Auch ein Lautstärkeregler und unten das Micro-USB-Anschluss. Die Anschlussmöglichkeit und trotzdem ist das Gerät natürlich wasserdicht. Wir haben noch den Lautsprecher, das Mikrofon und oben natürlich den Kopfhöreranschluss mit einem weiteren Mikrofon. Und die Rückseite lässt sich übrigens auch abmachen. Wie ihr hier sehen könnt, wunderschön das Gerät und nee, vielleicht ist es doch nicht wasserdicht, denn hier haben wir ja keine Abschirmung, aber halb so wild. Wir haben hier eine Nano-SIM drin und auch ein Micro-SD wird hier wahrscheinlich drunter noch Platz finden, beziehungsweise hier seht ihr den großen 7,17 Wattstunden Akku. Auch Wireless Charging wäre möglich, wenn wir ein anderes Backcover hier verwenden, allerdings gerade nicht der Fall. Ich mach's wieder schön zu. Und gleich werdet ihr das wunderschöne Display auch sehen, natürlich auch weiterhin Full HD. Bisschen kleiner als 5 Zoll natürlich. Hier, ich glaube 4,7 müssen das sein. Aber das ist genau die Größe, die wir brauchen. Und die können wir wunderbar einfach bedienen. Im Vergleich zum iPhone, wie ihr sehen könnt, das Gerät ist nicht viel größer. Ich lege es mal beide aufeinander, ich mache das Display kurz aus. Hier haben wir das iPhone 5S. Und wie ihr sehen könnt, tatsächlich ähnliches Design, aber das Samsung ist dünner, etwas größer, aber nicht viel größer, wie gesagt, und liegt auch wirklich gut in der Hand, hat LTE drin, gute Kamera hinten und vorne, wie ihr gleich sehen werdet, und wirklich das schöne Metalldesign. Nochmal beide hier, das S5 normal und Active im Vergleich, ich lege es mal wieder aufeinander, das ist mal der beste Vergleich, so, dann könnt ihr sehen, genau so viel größer ist das normale S5. Und hier hat das auch noch diesen Anschluss unten, damit es wasserdicht ist, oder die Abdeckung. Aber wie ihr sehen könnt, beim Alpha doch eigentlich ein viel, viel, viel schöneres Gerät als dieser Plastikbomber in Anführungszeichen beim S5. Und auch die Rückseite fühlt sich ähnlich an, aber doch ein bisschen rutschiger hier bei dem Active als bei diesen etwas größer gepunkteten normalen S5. So, schauen wir uns die Softwarekamera und weiteres an hier in dem ersten Kurztest von uns. Kamera. Legen wir etwas ins Bild, so, und schon könnt ihr sehen, dass sie wirklich schön schnell ist, ist auch schnell hochgefahren natürlich, und wir können auch hier wunderschöne Bilder machen. Wie ihr sehen könnt, Bildgröße 12 Megapixel ist das größte, und bei der Video könnten wir auch natürlich 4K auswählen, dann allerdings nur auf 5 Minuten limitiert. Genau so. Also die Geschwindigkeit passt auf jeden Fall schon mal. Jetzt wechseln wir auf die vordere Kamera. Super Weitwinkel hat das. Ich habe gerade ungefähr eine halbe Armlänge, beziehungsweise mein Arm ist nicht voll ausgestreckt, jetzt ist voll ausgestreckt, hier die Kamera entfernt, beziehungsweise das Smartphone von mir entfernt. Und wie ihr sehen könnt, schaut das immer noch so aus, als ob hier locker 6, 7, 8 Leute noch ins Bild passen würden. Also perfekte Selfie-Kamera sozusagen, aber ohne Blitz natürlich vorne. So, ihr merkt wirklich tatsächlich genial schnell das Ganze, wenn ich hier auf eine Webseite gehe, die nicht TapTech ist, sondern sagen wir mal techhive.de, merkt ihr, dass die Tastatur wirklich schön ist und schön schnell ist, beziehungsweise, hups, Geschwindigkeit vom Browser ist auch wunderbar. Der Snapdragon 801 Prozessor ist hier nämlich drin, der schnellste Prozessor, den man aktuell kaufen kann. Ich kann hier auch nochmal draufklicken, das Ganze umdrehen. Und dann dreht es relativ langsam mit, was ich ein bisschen interessant finde, aber vielleicht ist die Software einfach so eingestellt, dass es nicht dann immer ständig mitdreht. Softwaremäßig natürlich das neueste Android drauf mit der Samsung-Oberfläche. Wie ihr sehen könnt, könnte ich jetzt hier auch den Energiesparmodus wählen. Und hier haben wir eine lange Liste an Einstellmöglichkeiten, durch die ich jetzt nicht unbedingt durchgehen will. Fingerscanner ist auch drin hier unten. Also ich könnte das Ganze absichern natürlich wie beim S5 mit einem Fingerabdruck.
was beim Note eigentlich weiterhin nicht möglich ist, dass sie ein bisschen komisch finden. Und wir merken natürlich schön schnell das Ganze. Und ich könnte auch suchen nach bestimmten Funktionen, zum Beispiel sagen wir mal Hotspot. Mobile Hotspot und bumm, schon wäre ich eigentlich genau da, wo ich sein will. Das ist ganz angenehm hier bei dem Alpha. Wie ihr sehen könnt, auch außerhalb sind diese Knöpfe weiterhin von Samsung. Also da wurde nichts geändert. Und softwaremäßig wurde aber einiges installiert. Wie ihr sehen könnt, wir haben drei Seiten an Programmen. Ein paar Galaxy-Apps, S-Surf zum Beispiel für den Finger, Pulsmesser. Genau. Und das war es auch schon mit dem ersten Hands-on des Samsung Galaxy S5 Alpha. Mein persönlich Favorit von Samsung bisher, was Telefone angeht. Noch nicht so ein schönes Telefon gesehen und auch andere haben es schwer mitzuhalten. Wie gesagt, das iPhone oder das LG G3 sind auf jeden Fall nicht so schön wie dieses schöne Alpha.